Ja, hallo zusammen und willkommen bei einer weiteren Runde Grim Dawn mit Alt-Erneline im Keller des Aufsehers. Wir werden jetzt noch ein wenig uns hier durchkämpfen und dann treffen wir auf den ersten Boss oder auf den ersten großen Boss auf Ultimate und dann werden wir mal schauen, was wir so bereisen können. Ich bin echt mal gespannt. Eigentlich läuft es ja recht gut. Schnauze. Level 97, auch nice. Finde ich ja auch mal sehr nett. Auch mal nur 5 Level über mir. Da kriege ich ja das Brechen. So. Der ist weg. Also ich bleibe dabei. Eigentlich läuft... Ja, eigentlich ist eigentlich kein Wort, aber eigentlich läuft Alt-Erneline relativ gut bis dato. Große Sterbeanfälle hatte sie bis dato nicht. Entschuldigt. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was wir so reißen können. Das könnte hier noch interessant werden in puncto der scheiß Giftresistenz. Ich weiß gar nicht, wo die aktuell liegt. Ist übrigens Mittwochabend, wenn ich das hier aufnehme. Ich hatte in den anderen Let's Plays auch gesagt, ich hatte echt am Wochenende keinen Bock aufzunehmen. Muss ich ja mal so sagen, das war mir echt so, lass mal. Die Temperaturen waren mir einfach zu heftig für eine Aufnahme. Ich saß hier kurz am Rechner, habe auch ein bisschen aufgenommen und mir lief echt die Suppe die Stirn runter. Und da habe ich gesagt, nee, komm, nee, lass mal. Hatte irgendwie 3 Folgen Grim Dawn aufgenommen und wollte jetzt eigentlich auch nochmal gucken wegen dem Trank, wo der nette User, dessen Name mir gerade nicht einfällt, und noch einer mich darauf hinwiesen, wo die Tränke zu finden sind. Ich glaube aber allerdings fast, dass ich nicht genügend Fraktionsstufen gefarmt habe. Ich bin jetzt echt eigentlich nicht so der Grinder. Sollte man sein, ich weiß, aber irgendwie nein. Ich versuche das so. Irgendwie wird das schon klappen. Hoffe ich zumindest. Wir werden sehen, wie gut wir da durchkommen. Ich bin da eigentlich aktuell recht entspannt. Hallo? Was machst du da? So. Er kriegt noch nachträglich ein bisschen Schaden, das ist okay. So. Lalala, hier waren wir schon. Hallöchen, da komme ich nicht durch. Ach, Spider City. Spider mit SCH geschrieben natürlich. Ein Furchtgeber-Gedöns. Von mir aus. Hau ab. Ja, und so habe ich mir gesagt, nimmst du noch die beiden Folgen für die restliche Woche auf? Ja. Ich hatte gestern auch dann A Plague's Tale, die letzten beiden Folgen aufgenommen. Dann bin ich mit dem Spiel durch. Werde oder war am Überlegen, ob ich mir eventuell noch ein neues Spiel hole und bin da immer noch unsicher. Allerdings muss ich sagen, aktuell tendiere ich dazu, eher kein weiteres Spiel außer Wilson und Grim Dawn zu machen. Weil es doch immer Aufwand ist aufzunehmen und ich gerade aktuell ein bisschen zeitlich eng bin. Von daher könnte es sein, dass Wilson und Grim Dawn die einzigen beiden Sachen vorläufig bleiben, die ich so spiele. Das entscheide ich aber spontan am Wochenende. Also ich will mich da jetzt echt noch nicht festlegen. Das wird eine relativ spontane Entscheidung werden. Und dann schaue ich mir das einfach mal an. Ich kann es auch nicht sagen. Vielleicht hole ich mir das Spiel, worüber ich nachdenke, auch einfach nur für mich selber. Ist jetzt kein teures Teil. Ist ein Indie-Titel. Könnt ja mal runterschreiben, wer sich für Indie-Spiele interessiert. Welches das wohl sein könnte. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich gebe jetzt mal keine Hinweise. Schreibt sonst gerne in die Kommentare. Hallo. Schreibt sonst gerne in die Kommentare. Jedenfalls denke ich da jetzt gerade aktuell so ein bisschen drüber nach. Aber ich merke jetzt ja auch schon wieder, es ist Mittwochabend, ich bin, was liegt da? Bin direkt von der Arbeit hierher nach Hause gekommen und sitze jetzt am Rechner und nehme noch auf. Das ist so eine Sache, wie ich finde. Da kriegst du gleich mal aufs Maul, du Penner, du hast mich geschlagen. Das ist schon so, ja, ich könnte jetzt auch einfach ein bisschen da sitzen und irgendwie, weiß ich, keine Serie gucken. Ab morgen geht dann ja auch Stranger Things, die 3. Staffel, los. Morgen? Ja, morgen. Glaube ich, 4. oder 5. Da freue ich mich auch gewaltig drauf.
Und ja, man hat ja auch noch andere Dinge. Hier ist jetzt am Wochenende Breminale. Das interessiert mich auch. Da würde ich auch ganz gerne hingehen. Also ja, und letztes Wochenende war ja Grillen und ja, und puh. Also es ist halt relativ volles Programm. Will aber auch natürlich nicht, dass ihr Ewigkeiten auf irgendwelche Folgen warten müsst. Ich weiß, es wäre jetzt nicht, also es wäre jetzt wahrscheinlich kein Problem, wenn mal ein Tag oder zwei keine kommen. Aber trotzdem habe ich an mich selbst den Anspruch, A, Spiele zu spielen, die mir Spaß machen. Das war bei A Plague's Tale Innocence der Fall. Auch wenn es nicht viel geschaut worden ist, was ich sehr schade finde, weil es ein tolles Spiel ist. Und auch bei anderen Titeln der Fall, die teilweise wirklich nicht gut gelaufen sind, aber die mir einfach Spaß gemacht haben. Wo ich dann auch tendenziell einfach weiß, dass ich nicht derjenige bin, der da jetzt irgendwie einen Durchmarsch macht, weil ich auch einfach, ja, wie soll ich sagen, vielleicht zu alt dafür bin ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auch möglich, weil meine, ach, das war die Nummer, ich weiß jetzt auch, wo wir sind, mein Träumchen. Ja, von daher teilweise sehr, sehr schwierig. Wieso geht, hier geht's doch normalerweise weiter irgendwie hier unten, oder? Nicht so, da ging es weiter, mir war das so. Von daher, wie jetzt? Moment mal. Hallöchen. Hallo? Hallo, hallo? Na gut. Hier. Von daher immer ein bisschen schwierig, wie ich finde. So eigenen Anspruch und ja, das normale Leben unter einen Hut zu bringen. Das funktioniert nicht immer gut. Aber naja, ich will jetzt auch nicht rummimimien. Das ist jetzt nicht so meins. Lass uns mal auf die Map gucken. Da hinten ist noch was, das sollten wir uns vielleicht mal anschauen. Von daher alles gut. Die Entscheidung treffe ja im Endeffekt ich. Wieso zum Teufel, da sind auch noch Leutchen, die auf die Fresse wollen. Dann gehen wir sie mal versuchen. Von daher nicht falsch verstehen. Also es macht mir echt immer noch, und ich finde auch Grim Dawn macht mir echt immer noch viel Spaß. Ich hatte auch darüber nachgedacht, mir die letzten beiden, die ich noch nicht habe, Add-ons von Titan Quest zu holen. Weil ich finde, Titan Quest ist auch heute noch ein geiles Game. Ist halt auch von den Machern von Grim Dawn. Immer noch was, was mir unglaublich Spaß macht. Ist hier noch was? Jo, schöne City, danke. So, kommen wir hier irgendwie, bevor ich jetzt... Hallo? M? Ja, da könnte noch was sein. Von daher, da überlege ich auch gerade, holst du dir die, machst du nochmal Titan Quest, aber mit diesen Hack and Slays ist es ja im Grundsatz auch so, muss man einfach mal so feststellen, dass ich hier ja mit Wulzen und Grim Dawn zwei Titel am Laufen habe. Wenn, dann würde ich gerne was anderes spielen. Ja, mal gucken. Ich weiß es gerade nicht wirklich. Und habe auch echt wenig Zeit, mir wirklich ernsthaft Gedanken darum zu machen, ob ich das überhaupt abbilden kann. Genau, dann ist noch das gemeinsame Let's Play mit Doomcloud, das zwar nur einmal die Woche kommt, aber trotzdem auch im Prinzip immer Aufnahmen bedeutet. Tendenziell würde ich sagen, nö, mach mal hier erstmal eins fertig, wobei das hier noch nicht mehr so dauern wird, das weiß ich ja. Bei Wulzen weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie viel das Inhaltsupdate dreimal. Ach, du bist ein Boss, dann sag das doch, ey. Mein Gott nochmal. Auch Level 97, nett. Ja, Schnauze. Haut ab. Ich will erstmal euren Boss weg haben. Dann können wir uns über alles Mögliche unterhalten. Meine Fresse, was kann... Ach, da ist noch ein Boss. Ich glaube, es hackt. Oh, der dürfte jetzt aber gleich mal gehen hier. Hoffe ich jedenfalls. Ja, sag ich ja. Ist wahrscheinlich nicht mein Level hier. Aber du da hinten darfst dich auch mal verziehen. Ja, ist zumindest nicht Level 97, sondern 96. Ein Träumchen.
Ein Regenerator, wie ich das hasse. Könnten sich die restlichen Leute mal verpissen. Alter, hat er wieder so regeneriert? Das kann auch nicht angehen hier, ne? Er war doch eigentlich schon viel weiter unten. Alter, das war jetzt auch eine Prügelei sondergleichens. So, wie komme ich denn da oben hin? Ich gehe mal hier lang. Hallöchen. Hallöchen. Ich muss noch mal bei Gelegenheit mal ganz viel Zeit. Alter, ist das eine Schnetzelei hier. Bei Gelegenheit muss ich nochmal bei den Devotionspunkten durchgucken, ob ich da wirklich alles so ideal gemacht habe. Vermutlich eher nicht. Das war ganz viel nach Gefühl. Einfach so, was halte ich persönlich für sinnvoll? Da sind viele Resistenzen dabei. Man merkt halt auch, das merke ich jetzt hier, so richtig nach vorne. Also er ist defensiv, ist halt in der Linie recht stark unterwegs. Das muss man einfach so sagen. Wenn da jetzt nicht irgendwas dabei ist, was mir wirklich, weil ich die Resistenz da aktuell nicht habe, wirklich wehtut, dann ist das alles relativ entspannt. Das ist Fakt. Ohne Wenn und Aber. Da wusste ich doch, dass hier irgendwas ist. Kiste. Kiste. Komm mal her damit. So, aber sonst ist hier auch nichts weiter. Gut, dann gehen wir mal hier rum, hier hoch und dann da lang und dann können wir nochmal da, ne, da kommen wir nicht, glaube ich, ne? Nein, kommen wir nicht. Können wir aber mal hier einfach nach links gehen gleich. So, da kommen uns mit Sicherheit gleich wieder Gegner entgegen. Ist hier Schicht im Schacht? Hallo? Hier kann ich lang. Dann da. Warum sind hier eigentlich kaum Gegner? Das überrascht mich jetzt fast. Hier haben wir noch ein bisschen was. So. So. Tagchen. Ach ja, ein Zuschauer hatte noch gefragt, was das ja für eine Fertigkeit. Wartet mal eben. Hallo, lass dir das mal. Und zwar das hier, das, was ich auf der 4 habe, ist Schildschlag. Ist mir durch Gegenstand verliehen. 3 Sekunden Aufladezeit, 275 Grad Angriffswinkel. Maximal erwische ich damit 3 Ziele, 230% Nebenhandschaden, also zwischen 5,5 und 6200. Zusätzlich physischen Schaden und zusätzlich Bedrohung erzeugen. Lähmung des Ziels für irgendwie einen kurzen Moment. Hat mir irgendein Gegenstand verliehen. Ich glaube, es ist sogar das Schild, das ich trage. Also von daher habe ich gedacht, nimmst du mit. Ist jetzt nichts Besonderes, reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Aber hey, ein geschenkten Gaul und so. So, wusste ich doch, dass hier noch irgendwas Geheimes war. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Na, hier irgendwie. So, und dann kann ich noch hier irgendwie hoch. Und da, und irgendwie ist hier echt wenig los gerade. Ach, hier haben wir wieder was. Hey, hau ab. Komm. So, dann hätten wir da auch aufgeräumt. Haben wir noch was Leeres. Und dann gehen wir mal zu dem Gang da unten runter. Da geht es ja wieder hin.
Wo komme ich denn jetzt hier lang? Hier nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Spiel, willst du mich gerade verarschen? Da lang. Da lang. Da nicht lang. Da lang. Da lang. Okay. Ja, ihr Lieben, dann sage ich mal, jetzt schon mal, das soll's für heute gewesen sein mit dieser Grim Dawn-Folge und weiter geht's Richtung... Nein, wartet mal, wieso kann ich hier nicht lang? Wano, was soll denn der Scheiß hier? Ach, hier das Gift, verdammte Scheiße. So. Versuchen wir es mal darum. Darum müsste funktionieren. Ja, für diese Folge soll es das gewesen sein. Wir gehen gleich nur noch mal tiefer, wissen ja schon von den ersten Durchläufen, dass das noch eine Ecke weit weg ist bis zum Wächter. Aber ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.